Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Dave the Diver. Wir waren in der letzten Folge in der Tiefsee unten und haben Watson besiegt, der uns als Boss entgegengeschleudert wurde. Ja, interessant. Ich bin mal gespannt, was noch so kommt. Und hatten auch gleichzeitig so dezente Subnautica-Feelings, weil wir zum ersten Mal in der Tiefsee waren. Und das war schon, ja, ne, ich habe ja so dezenten Respekt immer vor so ganz tiefen Gewässern, auch in Spielen übrigens. Und da hat man, glaube ich, so direkt gemerkt, wie ich da so ein bisschen angespannt war. So, was haben wir? Drückerfisch, Schnapper, Fleisch eines Tigerhais. Juhu, grauer Drückerfisch, Tigermuräne. Ach, das haben wir neu. Und Dreizahn-Gugelfisch. Gewöhnliches Katzenfutter für unsere Miezemusch. Und ein bisschen Salz. Goll. Huch. Ach, guck mal. Ash Ketchum kommt wieder. Yeah. Du scheinst heute so voller Energie zu sein. Ich habe eine Benachrichtigung über eine Bosskarte auf deiner Meereskarten-App gesehen. Den riesen Kalmar-Boss. Wie hast du die bekommen? Die Karte ist extrem selten. Naja, ich war gerade auf dem Weg, eine Lieferung abzugeben. Und wie es der Zufall wollte. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber auf jeden Fall hast du eine erstaunliche Fortschritte gemacht. Versuch mal, alle seltenen Bosskarten zu sammeln. Dann passiert bestimmt was richtig Gutes. Was? Rhinochimeridae. Okay. Ach, und wenn du dich durch neue Regionen wagst, zum Beispiel in die Tiefen, dann wird die Meereskarten-KI ein neues Kartenpaket freischalten. Vergiss nicht, auch in den neuen Regionen Fischkarten zu sammeln. Tschüssi! Marinka Tiefseepaket. Wenn du ein neues Gebiet betrittst, öffnet sich eine neue Kartenpaketliste. Verwende die Meereskarten-App, um nach neuem Fisch zu suchen. Was? Udo? Wer ist denn Udo? Warte, kann ich einen Moment mit dir reden? Ja, Verzeihung, du bist... Ich sollte mich natürlich erstmal vorstellen. Ich bin Reporter der Zeitschrift Fisch der Woche. Mein Name ist Udo. Oh, die habe ich schon mal gesehen, gelesen. Es geht bei euch oft um seltene Fischarten. Oh ja, du hast... Hä? Oh, hast du das? Ja, das stimmt. Ich habe gehört, dass das blaue Loch Heimat diverser Fischarten ist. Stimmt das? Das kann man sagen. Es gibt hier Fischarten aus aller Welt. Oh, das hatte ich schon geahnt. Oh, ich bin hier genau richtig. Ich würde gerne selber Fotos für das Magazin machen, aber leider kann ich nicht tauchen. Apropos, würdest du mir helfen, Fotos aufzunehmen? Fotos? Ja, wie ich sehe, hast du eine gute Kamera. Oh, das ist die von Dr. Basson. Aber ich bin kein Profifotograf. Ich weiß nicht, ob die Bilder gut genug sein werden. Keine Sorge, da du bereits die Fische der Woche liest, wirst du wissen, welche Fische du fotografieren solltest. Und ich werde dich natürlich für den Aufwand entschädigen, wenn du ein gutes Foto machst. Okay, wenn du das sagst, alles klar. Diese schöne Unterwasserwelt zu fotografieren wird bestimmt Spaß machen. Fotopunkt. Du kannst an einem Fotopunkt Bilder von Lebewesen machen. Bringe deine Bilder zu Udo, um Belohnungen zu erhalten. Oh, cool. Nice. Udo wurde als Kontakt hinzugefügt. Okay, da kommt ja immer mehr dazu hier. Junge, 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 Junge. So. Oh, ich bin bei 1800. Was machen wir denn? Die Tiefe, Luft, Gewicht. Oh, ich würde eigentlich ganz gerne die Wumme machen. Boah, Haifisch-Harpunkanone. Was? Nice. Cool. Ja, ich glaube, der Schaden ist wichtig. Was brauche ich denn hierfür? Einmal Glas und drei Eisenerze. Ich würde nämlich das Scharfschützengewehr ganz gerne machen. Ich glaube, das werde ich mir gönnen. Kleine Netzkanone, Dreifachachsel. Nee, ich würde ganz gerne das hier. Da brauche ich einmal Glas und drei Eisenerze. Da müssen wir dann noch ein bisschen farmen gehen. Auf jeden Fall. Weißspitzenriffhai. Rifai. Oder Rifai. Hallo.
Freundens. Was ist das? Eine Muschel brauche ich nicht. Ich brauche noch mal Glas und Metall. Haben wir dieses rosa Viech schon? Nee, guck mal, den haben wir auch noch nicht. Ein Juwelenbarsch. Was bist du? Ein Sägebarsch? Und du? Ein Pyramidenfalter. Lalalala. Was seid ihr? Ein Clownfisch. Oh, ich habe Nemo getötet. Entschuldigung. Oh, da haben wir Quallen. Aufgewertet. Das ist aber Kupfer, das ist kein Eisen. Ich brauche noch Eisenerz. Das ist leider gar kein Scherz. Ja, hast du toll gemacht. Oh, da haben wir, glaube ich, haben wir da Glas? Nee, ist auch eine Muschel. Quick, 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 quick. Böser Fisch. Nicht tun. Oh, da oben ist ein Kugelfisch, den ich nicht gesehen habe. Oh. Kugelfisch. Giftsack eines Kugelfisches. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, so einen Giftsack von einem Kugelfisch mit sich rumzutragen. Ich halte das für eine sehr gefährliche Aktion. Oh Gott! Junge, dich habe ich nicht gesehen. Böses Viech. Meins. Oh, das ist nur Blei. Das ist kein Eisen. Nein. Oh, da haben wir Glas. Was ist denn? Das sieht mir aber massiv auffällig aus. Hallo? Hä? Das ist ja strange. Ich kann das nicht aufmachen? Okay, das ist ja komisch. Keine Ahnung, was das ist. Aber es ist irgendwie seltsam. Pieps, pieps. Oh nein, was ist jetzt? Was ist mit dieser seltsamen Koralle? Oh, ein kleiner Oktopus. Hallo. Ich glaube, der will irgendwas. Geht dieser Tintenfisch. Er hat mich mit Tinte vollgesprüht. Warte nur, bis ich dich in die Finger bekomme. Untersuche die seltsame Koralle. Verfolge den Thunfisch. Okay. Ach guck, der fliegt dahin. Ich verstehe. Hab ich dich endlich eingeholt. Du bleibst jetzt... Oh, Menno. Oh nein, er ist durch den Türspalt entkommen. Ach, da passe ich aber nicht durch. Ah, aber da fällt mir ein, ich könnte doch den Brennschneider von Duft benutzen, um ihn durchzuschneiden. Warte nur, Tintenfisch. Aha. Okay, wie war das noch?
Jui! Zu neuer Region. Warte, Moment. Da ist eine Kiste. Na gut, dann geh halt. Ich komme an die Kiste leider nicht ran. Die ist so ein bisschen doof gesetzt, glaube ich. Hallo, Tintenfisch. Du da, jetzt kannst du nicht mehr entkommen. Gib auf. Heute Abend gibt's Tintenfisch-Sashimi. Nein, der ist irgendwie süß. Mach den nicht kaputt. Oh nein, der ist schon wieder entkommen. Er ist so schnell. Aber da liegt was. Er scheint was fallen gelassen zu haben. Tintenfischhöhle. Verrostetes Tintenfischarmband. Oh, ein Artefakt. Das sollte ich an der Oberfläche identifizieren. Untersuche die seltsame Koralle. Pass mal auf. Und jetzt wird er irgendwie so wabbelig und wendig, dass er durchpasst überall. Weißt du, dass er sich durchquetschen kann. Die Region verlassen. Yep. So, darf ich jetzt? Nein. Nein. Wisst ihr, ich kann die nicht aufmachen. Ich kann sie nicht aufmachen. Ich brauche immer noch Eisenerz. Radadadada. Hallo. Hallo. Oh, was seid ihr denn für kleine Bobbelchen? Oh, den habe ich nicht. Blaukopf-Torpedobarsch. Ich habe mir noch Kalas. Hallo. Oha. Komm mit. Oh nein. Hui. Bin schon wieder da unten. Oh, sehr gut. Sauerstoff ist immer gut. Finde das Mikrofon und die Steintafel. Ah, da muss ich in das Dingens zurück. In den Raum, wo wir schon mal waren. Vermutlich. Schon wieder Katzenfutter. Katzenfutter. Hm. Ein Fragment. Ups, falsche Richtung. Gut gemacht. Ach, da haben wir das Schiff. Gehen wir mal da rein. Da unten finden wir das Mikrofon, glaube ich. Irgendwo. Ja. Le Mikrofon. Pieps. Ach, da haben wir noch einen Kugelfisch. Und böse Viechers. Hallo, böses Viech. Böses Viech. Und ich bin schon wieder überladen. Oh, da haben wir eine Scharhüssel. Ach, hier ist der Bossfight gewesen, ne? Mit dem Kraken. Ich erinnere mir. Ja, aber zumindest haben wir schon mal ein Queststück gefunden. Was? Ich habe dir den Pommes geschossen, Stachelmakrele. Oh, ein bisschen zu weit unten.
Noch mehr unten. Hä? Wie, hä? Wieso kann ich den denn nicht mal aufheben? Das verstehe ich nicht. Vielleicht, weil ich nichts zum Schneiden habe? Komm schon, ich will die mitnehmen. Bleib hier. Oh nein, jetzt ist er tot. 5 Kilo. Ja, nochmal 5 Kilo. Boah, jetzt kann ich aber... Jetzt ist aber Ende der Geschichte hier, ne? 56 Kilo. Und 42 kann ich nur tragen. Wir müssen das nächste Mal unbedingt... unser Lager aufbauen. So. Das nehme ich nochmal mit. Und dann geht's zurück. So, einmal zurück. Ah. Oh nein. Oh nein. Was sehen meine entzündeten Augen? Ich muss hier dringend weg. Wenn der mich sieht und auf mich losgeht, ist Sense. Der darf uns nicht sehen. Der darf uns definitiv nicht sehen. Oh nein. Och, sag mir, oh nein. Oh, wir sind so gefickt. Oder komme ich da hinten hoch? Oh, Gott sei Dank, ich komme da hinten hoch. Oh, ich dachte schon. Boah, wer da hinten das jetzt zu, ne? Wer da hinten das jetzt zu gewesen, wir wären so IA gewesen. Wir wären so derbe im Hintern gewesen. Weil so voll bepackt, wir können nicht mal schnell schwimmen. Und wenn uns dieser Fisch gesehen hätte, wir wären tot gewesen. Definitiv. Wir wären nicht mehr weggekommen. Oh nö, nicht dein Ernst. Da geht's auch nicht weiter. Nicht dein Ernst. Nein, ich kann das gar nicht mehr. Alles gut. Ja, puste mich raus. Oh gut, der ist hier nicht. Ein Glück. Ein Glück. Wenn jetzt hier irgendein Fleischfresser kommt, ein kleiner, den kriege ich vielleicht noch kaputt, aber wenn wir jetzt über einen großen Fleischfresser stolpern, dann ist Ende. Ich will einfach nur noch nach oben. Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Ich will hier einfach nur noch weg. Wir haben leider auch kein Eisen gefunden, ne? Komme ich da überhaupt vorbei? Doch, ich glaube schon. Oh gut, das ist nur ein Papageifisch. Erschreckt mich nicht so. Ich habe nur irgendwas Dickes gesehen. Was haben wir denn hier? Irgendwas Neues? Schockharpune. Ach, da haben wir. Warum das so ganz nah bei der Oberfläche ist, so ein Ding, weiß ich auch nicht. Aber wir ersparen uns... Aua, mein Hintern. Das restliche Hochschwimmen.
Ach, Glückseligkeit, wir haben es geschafft. 19 Fische gefangen, 14 Fische gefunden, 119 Meter tief. Guck mal, wir waren 176 Meter schon tief. Geil. Haben viel mitgenommen. Ein paar Quallen, die wir gefunden haben. Ich hoffe, die Quallen, die wir sonst haben, die genügen. So, und was haben wir hier? Tintenfischarmband. Ein Armband, das bei der Jagd auf einen fiesen Tintenfisch in einer abgelegenen Ecke gefunden wurde. Benutze, um eine kurze Strecke zu sprinten. Oh, geil. Rüste das Tintenfischarmband aus, um mit Zitrill über kurze, über kurze Distanzen zu sprinten. Dabei wird kein Sauerstoff verbraucht, aber die Anzeige muss sich wieder auffüllen, um die Fähigkeit erneut zu verwenden. Oh, das ist cool. Das ist cool. Oh, guck mal, da hinten. Dave, bist du beschäftigt? Ich weiß gar nicht, wie hatte ich denn seine Stimme gemacht? Gerade nicht. Worum geht es? Wir haben einen seltsamen Gast an der Sushi-Bar. Könntest du ein Moment rüberkommen? Das kann ich als Manager nicht ignorieren. Ich komme sofort. Ein lauter Gast. Okay, dann gehen wir mal rüber. Gucken mal, was da los ist. Aber erst in der nächsten Folge. Tschüss.